Heute kam das Frühjahrsgutachten der fünf größten Wirtschaftsinstitute Deutschlands und oh Wunder, das Wirtschaftswachstum für Deutschland wurde nach unten revidiert. Wir erinnern uns, letztes Jahr im Herbst haben die gleichen Institute ja schon mal eine Vorhersage gemacht. In 2023 war Deutschland ja bekanntlich in einer Rezession, ein Minus von 0,3%. Und da haben sie vorhergesagt, dass im Jahr 2024 aber es wieder nach oben geht mit einem Wirtschaftswachstum von 1,3%. Und da habe ich damals schon gesagt, das ist alles ja viel zu hedonistisch angegangen, viel zu pro Regierung. Man will ja, auch wenn man Wirtschaftsinstitut ist, jetzt nicht unbedingt der Regierung so reinfuschen ins Geschäft. Deshalb macht man die Prognosen immer ein bisschen optimistischer, als sie vielleicht sind. Aber was jetzt rausgekommen ist, ist schon irgendwie so ein bisschen ja skandalträchtig. Denn ich hatte im Frühjahr schon gesagt, niemals werden wir in 2024 einen Aufschwung erleben. Bei der Regierung ist das gar nicht möglich. Denn wie will man bei einem Regime von Studienabbrechern und Kinderbuchautoren auch erwarten, dass die was für die Wirtschaft tun? Im Gegenteil, sie würgen sie geradezu ab. Das haben wir ja in der letzten Zeit auch gesehen. Ja, aber ich meine, schauen wir uns doch mal an, was, wie die Presse darauf reagiert heute. Das ist also sehr unterschiedlich. Es ist also einfach spürbar, dass man also jetzt nicht sagen will, dass Deutschland in die Rezession geht. Deshalb, hier auch der Artikel vom Spiegel. Da heißt es also, nur Mini-Wachstum. Da haben sie also ein Mini-Wachstum in die Schlagzeilen hinein manövriert. Institute senken Konjunkturprognose für Deutschland. Naja, und was schreiben sie noch? Deutschlands Wirtschaft ist angeschlagen. Die fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben in ihrem Frühjahrsgutachten die Prognose für das laufende Jahr deutlich nach unten revidiert. Sie erwarten nun noch einen Zuwachs der Wirtschaftsleistung von 0,1%. Im Herbst waren die Profis, wie ich eben schon sagte, mit einem Plus von Bruttoinlandsproduktes für dieses Jahr von 1,3% ausgegangen. War also auch im Herbst schon eine Art Gefälligkeitsgutachten. Die wussten auch im Herbst schon, dass das Jahr 2024 abzuschreiben ist. Die Forscher sprachen von Gegenwind für die deutsche Wirtschaft aus dem In- und Ausland. Eine zähe konjunkturelle Schwächephase geht mit schwindenden Wachstumskräften einher. Da haben sie aber ganz schön, sind sie ja ganz schön ins Schwurbeln gekommen. Eine zähe konjunkturelle Schwächephase geht mit schwindenden Wachstumskräften einher. Naja, also so unter dem Motto, hier kommt irgendwie alles von außen, ist gar nicht kontrollierbar und die Regierung hat damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das sind so äußere Kräfte, die der deutschen Wirtschaft ja, also Schwierigkeiten machen, das ist wieder mal typisch deutsche Qualitätspresse. Aber ich sage euch eins, das ist noch nicht das Ende vom Lied. Ein Wirtschaftswachstum von 0,1% zu prognostizieren, ist eigentlich schlichtweg unseriös. Denn so genau kriegt man es gar nicht hin. Und ich prognostiziere für 2024 ebenfalls einen weiteren Niedergang der deutschen Wirtschaft, eine Kontraktion der Wirtschaft, so wie wir es 2023 schon erlebt haben, mit einem Rückgang der Wirtschaftsaktivität in Deutschland von 0,3%. Aber dass die führenden Wirtschaftsinstitute jetzt so fisselig so nochmal 0,1% Wachstum da rausgerechnet haben, das ist schon unseriös, muss man sagen. Denn so genau kann man das Ganze überhaupt nicht prognostizieren. Es sieht eher so aus wie ein gefälliger Hoffnungsschimmer für diese Regierung, die, soweit ich das nachvollziehen kann, in den letzten Jahren eigentlich alles falsch gemacht hat und alles dazu getan hat, damit es in Deutschland nicht mehr richtig rund läuft und der Wirtschaft immer mehr Steine in den Weg gelegt haben und es dazu führt, dass immer mehr Leute halt ins Ausland gehen oder sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich schließe mein Unternehmen. Das ist das Verrückte. Also die Wirtschaftsinstitute, IFO und so weiter, Institut für Weltwirtschaft, für Wirtschaft in Kiel, die getrauen sich nicht so richtig, Kritik zu üben, sprechen so von schwindenden
Wachstumskräften irgendwie schwurbeln sie darum, ohne aber genaue Gründe zu nennen. Man muss ja immer mal sehen, dass wir in Deutschland eigentlich der sogenannte kranke Mann in Europa sind. Rings um uns herum, auch in der westlichen Welt, haben wir Wirtschaftswachstum, hatten wir Wirtschaftswachstum, zum Beispiel im Jahr 2023, als wir ja offiziell in der Rezession waren, also Wirtschaftsrückgang. Da ging es in den anderen Ländern überall bergauf. Und die Alarmglocken schrillen also ziemlich stark, aber in der Qualitätspresse, bis auf eine Ausnahme, will man das jetzt nicht so richtig wahrhaben, sondern tröstet die Leute damit, indem man sagt, ja, es ist ja nur 0,1%. Also ich prognostiziere dir, dass wir auch in 2024 einen Rückgang der Wirtschaftsaktivität haben und Deutschlands Wirtschaft weiter schrumpfen wird. Und jetzt gucken wir mal, was die Bild heute dazu schreibt. Die geht da schon ein bisschen krasser ans Werk. Unsere Wirtschaft vor dem Absturz, heißt es da. Alle Institute schlagen Alarm. Na, so laut ist der Alarm ja nicht, aber immerhin die Zahlen sprechen für sich. Unsere Wirtschaft vor dem Absturz, ja, anders kann man es eigentlich nicht beschreiben. Es sah schon nicht gut aus, schreibt die Bild, doch jetzt sind die Aussichten düster. Alle fünf wichtigen Wirtschaftsinstitute des Landes schlagen Großalarm für die deutsche Wirtschaft. Sie bricht ein. Die Experten sagen für dieses Jahr eine Steigerung der Wirtschaftsleistung an der Messbarkeitsgrenze voraus. Und das ist genau der Punkt. An der Messbarkeitsgrenze, also so genau kann man das gar nicht voraussagen, aber sie haben da noch irgendwie einen Plus von 0,1% herausgepresst. Ja? Also ich meine, im letzten Herbstgutachten lautete die Prognose noch 1,3%. Sie haben sich also um 1,2% verrechnet. Und ich habe so das Gefühl, dass sie auch schon im Herbst da so ein bisschen ja nicht gepfuscht haben, aber die Sachen so ausgelegt haben, als wenn eben doch ein Hoffnungsschimmer in Deutschland besteht. Man wollte also nicht so krass sagen, dass alles nicht so gut aussieht, sondern hat gesagt, okay, für 24 prognostizieren wir hier die 1,3%. Jetzt sind es aber nur noch 0,1. Haben sie sich also insgesamt um 1,2% verrechnet? Das ist ein Unterschied von 1,2. Und wie gesagt, die 0,1, die würde ich jetzt auch noch. Ja, die würde ich nicht so ernst nehmen. Das hat man nur gesagt, damit man der Regierung noch einen Gefallen tut, weil wahrscheinlich hat Habeck und Co. den Wirtschaftsinstituten gesagt, also bitte, 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 guck, dass wir noch irgendwie ins Plus kommen. Und dann haben die gesagt, okay, dann machen wir 0,1%. Wenn es dann hinterher wieder ins Minus geht, können wir auch nichts machen. Und wie gesagt, der Unterschied zwischen der Prognose im Herbst 1,3% plus und nur noch 0,1% ist 1%, macht in Summe 1,2%. So, wenn Sie sich also von Herbst bis heute um 1,2% vertan haben, dann würde ich mal prognostizieren, bin zwar kein Wirtschaftswissenschaftler, aber ich würde mal prognostizieren, dass Sie sich für 2024 auch um 1,2% vertun. Mindestens plus minus 0,2%. Jedenfalls gehe ich davon aus, dass wir im Jahr 2024 natürlich weiterhin in Deutschland in der Rezession sein werden. Das heißt Wirtschaftsschrumpfung, das heißt Arbeitsplätze gehen verloren, das heißt Geld gehen verloren, das heißt Steuern gehen verloren. Und das heißt auch, dass sie bei den restlichen Leuten, die hier noch arbeiten, natürlich die Schraube weiter andrehen werden, um für ihre linksgrünen Lieblingsprojekte weiter genügend Milliarden zu haben, die sie in aller Welt verteilen können. Also wir werden uns in einigen Monaten, also im Herbst, widersprechen. Dann nämlich die Frage, wie groß das Wirtschaftswachstum oder die Wirtschaftsschrumpfung wirklich ist. Und ich prognostiziere, dass wir auch 2024 mit der Wirtschaftsleistung in Deutschland im Minus sind. Und da ist es doch mal ganz interessant zu schauen, was die Arbeit unserer Regierung bisher geleistet hat in Sachen Wirtschaft. Du ahnst es schon, es sieht nicht gut aus. Aber gucken wir doch mal auf die Statistik. Die habe ich hier vorbereitet. Und da sehen wir doch, dass es seitdem die Regierung im Amt ist, tatsächlich bergab geht. Also 2021 ist die Ampelkoalition ans Werk gegangen mit ihrem Vernichtungswerk. Da haben wir aber Sondereffekte gehabt. Da hatten wir noch Wirtschaftswachstum von 3,2%. Davor hatten wir aber die Corona-Krise mit einem Rückgang von 3,8%. Das heißt, es gleicht sich ungefähr aus, diese beiden Jahre hier. Also dieses Plus,
2021, als die Regierung angefangen hat mit 3,2%, ist auch ein Effekt dadurch bedingt, dass es vorher so stark bergab gegangen ist, nämlich 2020, als sie durch die Lockdown-Maßnahmen ja alles abgewürgt haben. Und nun siehst du hier ganz klar, wie es weiter bergab geht. In 2022 hatten wir nur noch ein Wirtschaftswachstum von 1,8%. Und dann in 2023 hatten wir eine Wirtschaftsschrumpfung von 0,3%. Und das ist jetzt die Prognose für 2025, nee, für 2024. Gut, da schreiben sie 0%, also das ist ja 0, ob 0,1 oder 0, minus 0,1 ist jetzt auch nicht die große Geschichte, aber praktisch Stillstand für 2024. Das ist doch hier eine schöne Abwärtskurve. Also jedes Jahr etwas weniger, seitdem wir links-grün regiert werden. Alle Warnrufe sind verhallt, die Wirtschaft kollabiert regelrecht. Und jetzt kommt der Hoffnungsschimmer für 2025. Oh Gott, da haben wir dann wieder 1,2% Wirtschaftswachstum. Ja, wo die jetzt herkommen sollen, ist mir etwas unklar. Aber wie gesagt, das Prinzip Hoffnung bei der Statistik scheint wohl oberstes Gebot zu sein. Das heißt also, man will die Zukunft nicht zu negativ prognostizieren, um den Leuten keine Angst einzujagen oder so. Jedenfalls, das ist ja schon Wahnsinn. Also, wie das hier von 21, 22, 23 bergab gegangen ist, dann in 24 angeblich plus minus null und dann aber in 25 soll es wieder nach oben gehen. Da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt, denn die Zukunft ist ja bekanntlich schwer zu prognostizieren. Aber was einfach zu prognostizieren ist, die Tatsache, dass also mit dieser Regierung die Wirtschaft wahrscheinlich nicht aufgebaut wird, sondern eher zerstört wird. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Muss man jetzt auch kein Ökonom sein bei den Strompreisen, bei der Bürokratie, bei dem Ambiente? Wer will denn da in Deutschland noch irgendwie eine Firma aufmachen oder eine GmbH aufmachen? Die Leute gehen dann lieber direkt ins Ausland. Und das Resultat werden Sie sehen. Die bittere Abrechnung kommt noch. Dann wird das Geld wieder knapper. Und dann werden Sie wahrscheinlich die CO2-Gebühren erhöhen oder sonst irgendwas. Wir haben ja zahlreiche Tricks, um dann den Menschen weiterhin das Geld aus der Tasche zu ziehen und es in aller Welt zu verteilen. Es bleibt spannend. Die Wette gilt 2024, Deutschland Rezession. Da werden wir uns dann im Herbst weiter unterhalten, ob meine Prognose eingetroffen ist oder die der fünf Wirtschaftsinstitute, die mit Mühe und Not nochmal 0,1% Wachstum für Deutschland prognostiziert haben, in einem Ambiente, ich muss es nochmal wiederholen, wo es in der ganzen Welt bergauf geht. Folgt mir auf Telegram, dort immer MN-News offiziell. Der Link ist gleich hier unter dem Tube. Dort seid ihr immer schnell informiert aus Themen zu Wirtschaft und Politik.